Aber gut, Paul, wer hat wenigstens mehr Abschluss? So let's go straight to the ground and your comedy team. Aber der ist aber dann die hatten diese Schweinchen. Das wurde handgemalt. Hey, guck mal, der ist hier überall. Er guckt sich nicht und dann haut es dich weg. Ja, wie auch immer. Ich werde wahrscheinlich abgezogen. Ich bin schließlich nur High Definition-Grafik auf meiner Xbox. Stimmt, du erkennst vielleicht den Ball gar nicht, wenn die Pixel so groß sind auf 25p. Das geht ja gut los, ey. He's being challenged now. Oh! Coach das war ja. So, jetzt kommt der Konter. Bin gespannt. Oh, Pope wird gefoult. Und verschwendet damit den schönen Freischuss, weil er so egoistisch ist. Der alte Glatzen Pope. Didn't quite come off. Aha. Hä? Okay. Oh nein, es wird keinen Rückpass vorgeben. Wer weiß? Oh, der ist sogar angekommen, hätte ich nicht gedacht. Die sind richtig passsicher im Moment. Ich bin ganz erstaunt. Good position for the cross. Played into the middle. No. Wow. Defensive clearance. Und? He blocked it. That's a great clearance. Geklärt. Und Ibra Kadabra verkackt. Aber er hat immer noch den Ball, ist wie Pope. Lost possession here. Jetzt hat er richtig verhauen. Ist nicht so gut wie du. Nee, ist kein Pope. Ist halt nur Ibra, Egro, Agro, Kadaver. Ich finde, Ibrahimovic sieht immer aus wie dieser Typ, dieser Erkan oder sowas. Weißt du, diese alte Sendung auf Erkan oder meinst du? Ja. Genau. Da haben sie auch gerade so Filme dazu. Ja, schon so ein bisschen halt aus das Bärtchen und so. Pope! Great opportunity! Oh! No! Gott! Ja, deine Spieler können halt treffen. Das ist ein entscheidender Vorteil. Oh ja. Eine Wiederholung von diesen fünf Glücksworten. Wie war das mit dem Schweinchen? Das ist nicht Glück. Was mehr? Ja, also, ich muss denken, ich habe keinen Vorteil. Den hatte ich auch, aber ich habe nichts davon gemerkt. Ja, davon merkt man allgemein nichts. Lost his balance, but didn't. Ganz schön viele Fehlpässe, ja. Mohammed! Ich hab auch so einen Araber. Oh Gott, der greift weiter an. The defending here was top class in a difficult scenario. Was ist denn? Ja, keine Ahnung, aber es hat funktioniert. Du hast dich verwirrt. Ah. Also ich muss sagen, normalerweise. In der Anfangskonfiguration ist Ibrahimovic nicht in der Startaufstellung. Pope comes in with a tackle. Weil mich viel zu faul ist beim Laufen. Dangerous moment. Na. Die sind verwirrt. Du hast sie vollkommen verwirrt. Es ist verwirrt. Das hat sich von Verwirrung selbst verletzt. Und? Wow! Chris Lines! Das läuft sehr gut. Ja, Port Vale ist einfach so ein Verein, da ist einfach diese Bewertung mit einem Sternen einfach total unterbewertet. Weil der Schuss war heftig. Ja. Voll so flach mit dieser Power. Ich meine, man muss wirklich, ehrlich zugeben, ich komme mit Port, ich kenne einfach Port Vale schon. Ja, das stimmt. Nur was mit den Arabern ja noch nichts zu tun hat. Vor allem, weil es auch ein Griff ins Klo mit den Arabern. Das muss ja nichts mehr bedeuten, wenn du mit denen gut zurechtkommst. Naja, bis jetzt nicht. Ja, ich meine ja, mit der Zeit, wenn du dich an die Leute gewöhnst, dann muss man mal schauen. Deswegen habe ich ja den Hut rausgenommen und dort rein, weil ich mit dort im Prinzip ein bisschen besser zurechtkomme. Ja. Obwohl gut 4 Punkte besser ist. Ja. Ich
dachte, das wäre Abseits. Didn't hesitate, did he, with that challenge? Okay. Also Ego Ibrahimovic versemmelt aber auch echt die Bälle hier. Pope. Ich hoffe, der ist im Rückspiel gesperrt. Also, damit er nicht alle Bälle verliert. Die Natal ist ja praktischer, er ist nicht so egoistisch. Ah! Oh, er hat einen gehalten. Neuer hat einen Ball gehalten, wie geht das denn? Ich weiß auch nicht. Ist das etwa ein Neuer? Ich glaube, den muss ich zensieren. Das kostet mich Abonnenten. Das ist ja mit Original Filmsprüchen von Arnold Schwarzenegger unterblendet. Mit Dürer Hahn. 2-0. Let's take a look at the highlights from the first half and then we'll be back over your commentary team for the rest of the match. Ich bin gewählt, um zu lenken, um nicht um zu denken. Ja, genau. Und damit gehen wir in die zweite Halbzeit. Mary Williams, läuft so einiges an Strecke, ne? Ja, oder hat einfach nicht viel Puste. Wahrscheinlich. Mach meine Spieler nicht schlechter als deine sind. Keine Sorge, das geht nicht. Wobei ich echt zugeben muss, dadurch, dass ich das Spiel mehr mit dem Controller gewöhnt bin, ist es plötzlich leichter? Nee, es wird ein bisschen schwieriger. Ah ja. Weil du nicht mehr mit dieser Präzision von der alten Konsole klarkommst. Okay. Ich wieder faulen sich gegenseitig, warum das denn? Griffin. Hey, die jetzt wo der Erfolg zu groß wird, steigt er hinzu. Daniel kommt. Jones. Oh. Nein. Oh, das ist nix, ja. Promising build up. Man kann meine Spieler sich durchsetzen im Zweikampf. Das stimmt. Pope. Oh. Gleich abgenommen. Aber ich muss so bedenken, Sandy ist einfach ein bisschen allgemein etwas schlechter. Ja, die sind halt offensiver. Also irgendwie ist ja 5-4-1 hier hinten drin. Ja gut, das stimmt natürlich. Aber 5-4-1 könnte ich auch nicht viel machen. Aber ich sag mal, meine 1 gegen 1 Situation, die haben sie halt einfach nicht gemacht. Ich hab sie ja rausgespielt. Ich muss da einfach noch heftig auf den Button drücken, damit sie irgendwie schaffen, über das Bein des Keepers zu schießen. Oh, schade. Oh, tatsächlich. Da haben sie ihre Gruppendynamik mal spielen lassen. Naja, du kennst doch dieses Prinzip. Du nimmst einem Gegner den Ball ab und landet direkt beim nächsten. Ja. Genau, du berührst den Ball so in der Nähe vom Außen, der kriegt 100%ig aus. Können auch 20 Meter Entfernung sein, dann fliegt der trotzdem noch aus. Bin gespannt, wann sie mal auswechseln. Und Ibrahimovic endlich geht. Warum? Er hat doch voll viel gebracht. Der für dich ja? Erkan ist doch richtig gut. Oh! Er muss eine rote geben. Verletz ihn! Bale, das ist eigentlich rotwürdig gewesen. Ich wäre so trocken gewesen. Schön mit dem Ellbogen ins Gesicht. Ah ja, so muss das. Schade, dass so eine Verletzung auch nicht richtig simuliert werden. Ja, nee, das stimmt. Das könnten sie ruhig einführen, dass deine Spieler schneller kaputt sind. Das wäre nice. Ach, Pope. Mach Pope kaputt! Foul sie! Abseits! Abseits, weil er zugeschlagen. Der bewegt sich Ibrahimovic einmal. Ja. Mensch, Ibrahimovic hat echt drauf. Ja, noch mehr. Warum lag mein Spieler da? Wir haben dich schon wieder weggefault. Ich glaube, das waren noch zwei von Zeit, die sich gegenseitig umgerissen haben. Die haben sich gerade einfach so gegenseitig umgerissen. Ich wechsle gerne mal die Farbe. Die haben wahrscheinlich jetzt schon Aggression innerhalb ihres Teams. Haben die immer noch nicht ausgewechselt? Die Ibrahimovic ist immer noch da. Okay. Warum kann ich wieder da? Das war auch mal ein Spielzug.
Okay. Jetzt versuchen sie auf Zeit zu spielen, weil sie Angst haben, dass sie sich richtig demütigen. Ja, ein Wurf für den Fall. Naja. Ja. Achso, der kommt tatsächlich noch an. Das hat, ach, hast du gefault. Ja, genau. Ja, das ist faul. Ey, du spielst so mies und unfair. Ist Ibrahimovic jetzt im Mittelfeld? Das Spiel zeigt seine besten Seiten gerade. Ah. Nein! Was machen die denn hier? Jetzt hier. Super. Jetzt drehen sie richtig auf. Jetzt kommen wir mal alles. Und du hast Einwurf. Wie auch immer. Oh, die wechselt aus. Und? Geht Ibrahimovic? Nein, Ibrahimovic! Ich mache auch mal eine fixe Auswechslung. Und will ja auch mal der zweiten Riege etwas geben. Mit dem hier. Boah. Ja, aber jetzt so eine Verletzung wegen fehlender Ausdauer? Fick dich. Nehmen wir mal Loft. Griffith geht raus und dafür kommt Schuke rein. Und Hood wird Dots ablösen. Weil Dots hat leider relativ wenig Ausdauer, dafür hat Pope etwas mehr. Ja, das stimmt. Nur mein Manager-Modus war Pope erstmal vier Monate weg. Ich freue mich erstmal wieder, er so ein Alter, wo er schon anfängt, wieder zu verlieren. Und wenn die verletzt sind, verlieren die noch extra mehr. Ja, ja. Ich weiß auch schon mal, ich habe mal einen Transfer. Ich weiß noch, ich glaube, bei FIFA 07 war so, da hatte ich mir mühevoll mit allem, was ich hatte, habe ich mir einen Van Nistelrooy gekauft. Van Nistelrooy verletzte sich und zwar ein Jahr und danach war seine Karriere zu Ende. Ein Jahr? Hat auch noch nicht erlebt. Also wirklich für den Rest der Saison, das war echt krass. Der war richtig im Eimer und war dann in Rente. Ah! Defenders not very well to clear that. Er wurde in die Rente gefoult. Nicht richtig. Hast du, aber du hast immer ein Spiel damit gehabt mit ihm. Ja, super. Wow! Oh! Oh! Alter Schwede! Siehst du? Also da hat Neil super reagiert. Ja. Der letzte, da konnte er nichts machen. Ja. Da hat er Schwein gehabt. Oh mein Gott, ey. Das wäre weiter. Da habe ich in der Verteidigung einfach ein bisschen nicht aufgepasst. Oh. Klasse. Na, immerhin haben wir eine Chance von Sandy gesehen. Und das, obwohl Ibrahimovic auch noch auf dem Feld ist. Aber es war ja auch nicht Ibrahimovic beteiligt, sondern Spieler, die sich bewegt haben. Ibrahimovic ist eigentlich nur ein großer Gomez, was die Bewegung angeht. Aber er ist wenigstens groß. Ja, das was ihn schon mal Donny besser macht als ein... Nee, Gomez ist auch groß, aber Gomez kann er sonst einfach noch weniger. Und nein! Eiskalt daneben. Ich wollte ihn so ein bisschen reinzwirbeln, aber ich wollte nicht rein. Aber immer ein Sport Baby, Sigzanti 2-0. Nice.